Mein Name ist Felix Haschke, ich bin 24 Jahre alt, ich studiere Maschinenbau an der RWTH in Aachen und im Moment mache ich ein Praktikum bei Fresenius Medical Care im Bereich Research and Development in der Abteilung Mechanical Engineering. In der Abteilung Mechanical Engineering sind wir vor allem für die Neuentwicklung und Konstruktion der mechanischen Komponenten der Dialysemaschinen zuständig. Und momentan arbeite ich an einer Studie zu einer Bewegungsübertragung eines Systems. Und mein erstes abgeschlossenes Projekt war zum Beispiel ein Aufsatz für einen Hubwagen, der es uns ermöglicht, die Maschinen leichter zu transportieren und auch für Wartungs- und Reparaturzwecke zu nutzen. In der Abteilung bin ich seit dem ersten Tag voll integriert. Ich habe auch gleich zu Beginn eigene Projekte zugewiesen bekommen, die ich selbstständig bearbeite. Aber ich kann mir auch jederzeit die Unterstützung der Kollegen holen. Das Ganze findet in einer sehr angenehmen Arbeitsatmosphäre statt, die mir wirklich sehr gut gefällt. Auch die Praktikanten sind sehr gut vernetzt. Wir gehen zum Beispiel gemeinsam zum Mittagessen und in regelmäßigen Abständen findet ein Praktikantenstammtisch statt. Ich bin auf Fresenius aufmerksam geworden bei der Bonding-Messe in Aachen. Dort war Fresenius mit einem Stand vertreten und hat dort insbesondere das Themenfeld der Dialyse vorgestellt. Ich habe explizit nach einem Praktikumsplatz in der Gesundheitsbranche gesucht, weil ich die Gesundheitsbranche unheimlich interessant finde und auch als sehr sinnvoll erachte, weil man dazu beiträgt, kranken Menschen ein Stück Lebensqualität wiederzugeben. Für ein Praktikum im Bereich Research and Development sollte man neben dem fachlichen Wissen auch die Motivation mitbringen, selbstständig zu arbeiten, seine eigenen Ideen zu entwickeln und diese dann auch umzusetzen. Das Praktikum macht mir sehr viel Spaß, weil ich durch die unterschiedlichen Projekte eine sehr abwechslungsreiche Arbeit habe und für mich persönlich sehr viel mitnehmen kann. Ich würde mich wieder bewerben.